Hier am Mittwoch der BMW International Open, der 35. Auflage dieses Turniers, und ich freue mich sehr, Yannick und Jeremy Paul begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei uns und herzlich willkommen bei der BMW International Open. Und gleich zum Einstieg, so oft passiert es ja gar nicht, dass ihr beim selben Turnier antretet. Wie ist das aus eurer Sicht? Freut ihr euch drauf? Ihr habt ja schon einen eigenen Zock ausgemacht. Wie geht ihr ans Turnier ran? Tauscht ihr euch viel aus? Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, schon zweimal bis jetzt hier auf der Tour zusammengespielt. Jetzt das dritte Mal, das erste Mal quasi als Profis hier beim BMW International Open. Und ja, dann ist es im Moment auf zwei verschiedenen Touren spielen, sehen wir uns jetzt nicht so oft. Deswegen haben wir uns schon seit längerem hier auf das Event gefreut, einfach schon die Vorbereitungen, die Proberunden zusammen zu spielen. Das machen wir sonst nicht so oft. So, deswegen haben wir uns da sehr drauf gefreut und wir hält uns immer gegenseitig auch sehr viel. Deswegen ist es auch gut, dass wir dann einfach auch mal ein bisschen uns gegenseitig austauschen können. Ich glaube, 2016 war das letzte Mal, dass ihr hier in München wart. Jeremy, vielleicht von deiner Seite denn jetzt. Kommen da Erinnerungen wieder hoch? Hat sich viel verändert am Platz oder auch vom Setup? Wie sind so die Gefühle? Ja, ich weiß, 2016 war das, haben wir da hier gespielt, ich glaube, wäre schon hochfahren 2016, ne? Ich glaube, 2016 war das, was einzige Mal, als ich beim JBW gespielt habe, das war in Lerschenhof. Aber ich habe das Jahr davor bei meinem Bruder hier Kenny gemacht. Also das war das letzte und das einzige Mal, als ich hier auf der Anlage war. Von daher, ich komme jetzt nicht mehr an so viele solche Erinnerungen. Ich habe gehört, dass sie auch einige Sachen verändert haben am Golfplatz. Von daher, es war jetzt diese Woche das erste Mal, dass ich wirklich gespielt habe über dem Turnier. Und ich habe mich gefreut, dass es dieses Jahr zu einem anderen Zeitpunkt ist, dass ich die Chance habe, dieses Jahr mitzuspielen. Das freut uns auch sehr. Und Yannick, wir müssen einmal nachfragen. Letztes Jahr konntest du dann leider nicht an den Start gehen. Dein Rücken hatte dir Probleme bereitet, es ging einfach nicht, du hast alles versucht, wir haben es mitbekommen, noch bis am frühen Morgen. Macht man sich dann jetzt mehr Druck? Freut man sich einfach umso mehr, jetzt an den Start zu gehen? Oder ist es einfach gleich, weil es wie jedes andere Turnier ist? Oder hat das einen besonderen Stellenwert hier in München? Ja, das hat natürlich einen besonderen Stellenwert. Wir spielen jetzt nicht so oft zu Hause. Und für uns ist das hier auch so das Heim-Event. Weil Hamburg schon noch ein Stück weiter weg ist, von wo wir aufgewachsen sind. Deswegen, wir werden auch uns die meisten Freunde und Familie diese Woche zum Zuschauen kommen. Und letztes Jahr war es natürlich sehr unglücklich. Ich bin einfach morgens, ich habe noch das Bohem gespielt und bin dann morgens aufgewacht und wie so eine Art Hexenschuss gehabt und konnte mich einfach überhaupt nicht bewegen. Und deswegen musste ich letztes Jahr leider absagen. Natürlich freue ich mich jetzt noch mal ein bisschen mehr. Weil, wie gesagt, wir einfach nicht so oft hier spielen und vor heimlicher Kulisse, vor Familie, Freunden und vielen anderen Leuten zu spielen, macht einfach nochmal mehr Spaß. Deswegen ist es eigentlich außerhalb der Majors eigentlich so meine Favoritenwoche im Jahr. Das hören Sie sehr gerne. Ja. Jeremy, vielleicht noch einmal ganz kurz. In Deutschland bekommt man nicht ganz so viel mit, sei denn man recherchiert, wie dein Turnierverlauf immer ist. Vielleicht magst du noch einmal zusammenfassen, die letzten Jahre, 2016 haben wir dich in Lerchenhof gesehen. Was ist seitdem passiert? Wie würdest du es zusammenfassen und welche Ziele hast du vielleicht auch für diese Woche und für die nächsten Monate? Ja, also da wir in Amerika zum College gegangen sind, habe ich, als ich Profi wurde, relativ früh Status auf einer Tour gehabt in Amerika und habe dann zwei, drei Jahre auf der Canadian Tour gespielt und jetzt die letzten drei Jahre auf der Korn Ferry Tour. Und deswegen hat sich das nie ergeben, dass ich hier rüber nach Amerika oder nach Deutschland wiederkommen konnte. Wir leben auch beide in Amerika, von daher ist das vom Reiserei her schon ein bisschen angenehmer. Und ich bin als Kind immer aufgewachsen und habe geträumt, irgendwann mal auf der PGA Tour zu spielen, als wir aufgewachsen sind zur Tiger Woods Zeit. Das natürlich über die Korn Ferry Tour eine gute Möglichkeit gibt, sich für die PGA Tour zu qualifizieren. Dieses Jahr ist bisher ganz gut gelaufen, also ich hoffe, dass das vielleicht nächstes Jahr dann der Fall ist. Und mich hat es auch sehr gefreut, oder uns beide hat es sehr gefreut, dass die DP World Tour mit der PGA Tour eine gute Kooperation hat. Und unser Traum ist natürlich irgendwann zusammen gemeinsam auf der PGA Tour zu spielen. Das klingt doch nach einem sehr, sehr schönen Ziel, aber bitte trotzdem ab und an in Deutschland und Europa wieder vorbeikommen. Ne?
Du hast gerade Tiger Woods als Vorbild und Idol so ein bisschen erwähnt. Ich glaube, wir haben diese Woche hier ein absolutes deutsches Golf-Idol und eine Ikone am Start, Bernhard Langer. Welche Rolle hat Bernhard für euch gespielt und was bedeutet es vielleicht auch hier bei seinem letzten DP World Tour Turnier auch am Tee zu sein und dieses Turnier mit ihm zu erleben? Ja, ich habe bisherweise hat er damals schon, glaube schon vor längerer Zeit schon viel für uns Jüngere getan. Ich habe ihn gestern kurz getroffen bei der Tee Off Party und da habe ich ihm erzählt, dass 2008, als 13-Jähriger, habe ich 9 Loch hier beim WM International Open. Da gab es so ein Event, dass jedes Mal von jedem Bundesland der Gewinner von, glaube ich, der Altersklasse unter 14 durfte dann montags hier so eine Auswahl-3 spielen. Und da waren eben, ich glaube, ja, 9 oder 10 selektierte Pros, die dann halt mit uns montags da gespielt haben, 9 Loch. Und ich habe dann einen Bernhard Langer zugelost bekommen. Und das war so meine erste Bekanntschaft mit ihm und es war wirklich, das wird man nicht als Jugendlicher, wenn man anfängt, ein bisschen intensiver Golf zu spielen und dann mit dem größten deutschen Golfer zusammenspielen kann. Das war, also da war ich viel nervöser, als ich jetzt bei Events bin. Das war so meine erste Bekanntschaft mit ihm und hat extrem viel Spaß gemacht. Seitdem natürlich ihn viel verfolgt, weil, wie der Jerry schon gesagt hat, wir auch viel in Amerika leben und er ja viel hauptsächlich auf der Champions Tour spielt und da ja wirklich komplett dominiert. Deswegen verfolgen wir ihn immer noch und generell natürlich sind wir hauptsächlich Martin Keimer auch nicht aufgewachsen, aber haben ihn halt zwar ein bisschen als Idol gehabt, weil wir gesehen haben, was er für Erfolge hatte. Und auch er hat viel für den Nachwuchs getan. Wo wir im Nationalkader waren, hatten wir einige Coffee, sagen wir mal, ich will es nicht sagen Dates, aber im Nationalkader, wo wir 10 Jugendliche und er kam dann dazu und wir konnten Fragen stellen. Dann haben wir, als ich ein bisschen älter war, haben wir auch mit ihm in Dubai öfters, wo er sich vorbereitet hat, 18 Loch mit ihm spielen können. Also sowohl Bernhard Langer als auch Martin Keimer haben da wirklich viel für den Nachwuchs getan und dafür sind wir natürlich alle sehr dankbar, weil man lernt natürlich viel von seinen Coaches und so weiter, aber am meisten lernt man natürlich von den Leuten, die auf der Tour sind. Und da kann man einfach dann auch sehen, wo es vielleicht noch fehlt, wo man besser werden muss. Und es war wirklich sehr, sehr lehrreich. Aus deiner Sicht, Jeremy, gibt es da noch was zu ergänzen oder gab es noch einen Moment vielleicht, oder einen anderen Spieler vielleicht, wo du sagst, das war auch noch ein Vorbild oder Idol, außer Tiger? Ja, ich wollte auch sagen, dass also Bernhard Langer, glaube ich, in Amerika fast sogar noch einen besseren Status hat als in Deutschland. Also in Amerika, würde ich sagen, haben viele Leute ihn auch außerhalb von Deutschland als Idol, weil er ja wirklich, also vor allem auch im höheren Alter jetzt noch, auf der Champions Tour wirklich Erfolge feiert, die wirklich kein zweiter jemand nachmachen können. Und deswegen, also der Respekt, würde ich sagen, ist weit außerhalb aus Deutschland. Wie der Janik gesagt, haben wir im deutschen Golf viele Leute, die Erfolg hatten und haben wirklich auch viel zurück an den Nachwuchs gegeben und dafür sind wir wirklich sehr dankbar. Dann danke euch beiden. Und natürlich noch Alex Cenga auch, den kennen wir auch sehr gut und der ist auch Eintracht-Fan, so wie wir. Ja, deswegen haben wir uns auch schon immer gut verstanden. Das hilft natürlich. Zum Fußball kommen wir nachher noch kurz. Aber vorher vielleicht gibt es Fragen aus der Runde an die beiden. So, dann wollen wir mal. Ne? So, ihr beiden. Also, ist das an? Einfach weiß ich nicht. Ja, doch. Darfst auch sitzen bleiben. Okay, cool. Danke. Bist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, das ist richtig. Ich gehe mit großen Schritten auf die 40 zu. Kein weiter? Okay. Kein deutscher Spieler kommt quasi an den BMW International Open vorbei. Wir alle durften hier bei den BMW International Open irgendwann mal spielen, auch dank BMW, entweder über Einladung als Amateur oder halt dann über die Profi-Rangliste, die wir haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich hier als 19-Jähriger dann mal aufziehen durfte, das hatte schon eine große Wirkung auf mich. Deswegen die Frage an euch beide, ihr durftet ja auch als Amateur hier mitspielen. Wie hat dieses Turnier eine Wirkung auf euch gehabt für eure Karriere, für die Vorstellungen, die ihr hattet vom Profigolf, wie hat dieses Turnier euch geprägt? Ja, es war eine super, ich meine, es gibt ja immer nur 2 Spots für Amateure, von daher war es schon immer
ja, einen Erfolg überhaupt einen von den zwei Spots zu bekommen. Und ja, vor allem, wenn man als Amateur kommt, wenn man nur die großen Amateurturniere kennt oder die nationalen Turniere in Deutschland, ja, ist man, kommt man schon erstmal auf die Anlage und hat das Gefühl, wie jemand auf die Füße treten. Und man ist so ein bisschen, ja, wow, man kennt ja die Leute eigentlich nur aus dem Fernsehen. Und von daher ist es vor allem, würde ich sagen, für den mentalen Bereich sehr wichtig, so eine Erfahrung zu machen, weil man, ja, ich meine, das Wichtigste auf Natur ist eigentlich, dass man sich wohlfühlt und dass man sich selbst sein kann. Und ich finde, von daher ist es sehr wichtig, dass man relativ früh da so ein bisschen reinwächst und ein bisschen die Erfahrung sammeln kann und zu sehen, hey, ich koche alle nur mit Wasser. Weil vor allem, wenn man am Anfang auf die Anlage kommt, hat man immer so das Gefühl, ja, jeder macht nur gute Golfschläge. Das sieht man ja auch nur im Fernsehen. Die schlechten Schläge werden ja selten gezeigt. Das als Jugendlicher so mitzubekommen und zu sehen, hey, wenn man einen guten Tag hat, kann man hier ja durchaus mitspielen. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, wenn man die macht als Jugendlicher, die ist sehr wichtig. Und vor allem, man kann natürlich auch noch sehen, hey, wie trainieren andere Leute, wie trainieren Profis vor allem. Weil sonst, wenn man aufwächst, ist man ja meistens so mit Gleichaltrigen unterwegs. Und wenn man dann Profis sehen kann, die schon große Erfolge gefeiert haben, ist es schon sehr hilfreich zu sehen, was haben die für Routinen, was machen die auf dem Puttinggrün. Weil als man jung war, hat man meistens nur einen Ball aufs Grün geschmissen, hat man angefangen, Kapaz zu machen und schauen wir mal her. Aber natürlich, eine Konstanz entwickelt man nur, wenn man Routinen hat und man das konstant über Jahre macht. Und einfach da mal zuzuschauen und einfach mal ein Gefühl zu kriegen, wie es ist, ja, würde ich sagen, war sehr hilfreich. Und dass man da so einen Partner wie BMW, der jahrelang schon, was jetzt über Jahrzehnte macht und mir jungen Spielern da die Möglichkeit gibt, das hilft natürlich im Golfsport sehr. Und ich glaube, wenn man es jetzt mal vergleicht von 10, 15 Jahren, wie viele deutsche Profis jetzt auf den Touren unterwegs sind, kann man schon sagen, dass es auf jeden Fall ja, Früchte zieht und man sehen kann, dass ja, der Golfsport in Deutschland sehr wächst. Ja, sehe ich genauso. Vor allem, was der Jerry gemeint hat, mit, dass man im Fernsehen hauptsächlich nur die guten Schläge sieht und die Highlights. Dann ist es echt, da hat man manchmal das Gefühl, man ist sehr weit weg. Auch wenn man Erfolge im Amateurbereich hat, aber wenn man dann hier mitspielt und ja, teilweise auch mit Leuten spielt, wo man das Gefühl hat, da ist man, ja, fühlt man sich sogar besser vom Spielerischen her, dann gibt es natürlich extrem Selbstbewusstsein. Und es ist eine Erfahrung, die man, finde ich, machen sollte oder machen muss auch fast. Weil sonst, wenn dir das jemand erzählt, ja, die machen auch viele schlechte Schläge, aber man schaut immer nur im Fernsehen, man sieht immer nur das Gute, dann ist es natürlich schwierig, einmal das ja, 100% zu glauben. Wenn man aber dann selbst hier öfters mal mitspielt und eben diese Erfahrungen macht, die sind halt extrem, extrem hilfreich. Ja, deswegen ja, war das für jeden Amateur, vor allem für uns, ist es schon so am Anfang des Jahres immer einer der großen Ziele als Amateur, dann eine der Einladungen zu bekommen, weil es ja meistens eigentlich nur so ja, zwei, drei Möglichkeiten gibt und dann wird man entweder Profi oder da kommen andere Spieler dran. Deswegen will man natürlich in diesen zwei, drei Jahren auch ja, so gut spielen, dass man eben hier diese Einladung bekommt, um halt eben hier dann auch die Erfahrung zu sammeln. Vielen Dank. Dann nochmal eine Anschlussfrage an dich, Yannick. Und zwar, du bist ja jetzt schon seit Jahren, also ich nehme dich einfach so wahr, als extrem konstanter Spieler. Also jedes Mal, wenn ich dann auch mal kommentieren darf oder wenn ich dann aufs Leaderboard schaue, dann ist da immer irgendwo ein Paul mit dabei. Was ist aus deiner Sicht so der Schlüssel zu deiner persönlichen Konstanz auf der Tour? Ja, ich habe ein relativ ausgeglichenes Spiel. Alles ist, würde ich sagen, auf einem sehr guten Niveau. Ich habe selten Plätze, die, wo ich jetzt sage, die liegen jetzt nicht. Das hilft auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, und dann eine Kombination aus Course Management und ja, mentaler Stärke. Weil ist schon, wenn man natürlich, vor allem wenn man viele Turniere in Folge spielt, kann es schon sein, dass man natürlich mental ja, dann auch einige Fehler macht, vielleicht ein bisschen zu ungeduldig wird. Und ich würde sagen, dass ich der sehr, sehr gut ja, meinen Kursplan vorher zurechtlege und den auch wirklich dann immer so beibehalte und den eigentlich auch, würde ich mal sagen, fast nie ändere. Weil ich halt eben mir den so zurechtlege, weil ich glaube, das gibt mir die beste Möglichkeit, den niedrigsten Score zu schießen. Und ja, deswegen werde ich den eigentlich dann auch ja, zu 99% eigentlich immer einhalten. Und ich glaube, das ist ein großer Teil, warum es ja, immer sehr, sehr konstant läuft. Ja, wenn man eben halt ja, eine gute Strategie hat und die dann auch zu 100% durchführt. Okay.
Tim, darf ich noch eine Frage stellen? Ja, aber jetzt keinen 45-Minuten-Podcast hier. Nein, wird nicht passieren, keine Angst. Und zwar, wir haben die Heuga-Zwillinge, wir haben die Paul-Zwillinge, wir haben die Fitzpatrick-Brüder, wir haben die Kudi-Zwillinge. Eigentlich ist es doch mal Zeit für so eine Art Exhibition-Match unter den Zwillingen und Geschwistern. Was haltet ihr davon? Ja, da haben wir eben schon mit dem Chef von der DP World Tour drüber gesprochen. Ja. Er hat gemeint, er arbeitet dran und ist schon auf Sponsorensuche groß. Ja. Das wäre natürlich sehr cool, wenn wir das irgendwie zustande kriegen. Mit Rasmus und Nikolai bin ich gut befreundet. Also wir haben da schon öfters ein bisschen Witze drüber gemacht. Also mit denen müssten wir es auf jeden Fall immer mal hinkriegen. Und mit den anderen wäre natürlich auch gut, wenn wir da irgendwie ein größeres Match draus machen könnten. Okay. Yannick, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du gesagt, du würdest es gerne machen, aber wir wollen von Jeremy wissen, ob er das überhaupt mitmachen möchte. Wir sind Zwillinge, wir haben dieselben Gedanken. Ja, ich wollte auch sagen, ich finde es cool, wenn es auf der Tour mehr, ich meine, in Amerika gibt es ein Team-Event, das heißt die Zero Classic. Wäre cool, wenn es auf der DP World Tour sowas auch geben würde. Weil ich habe das Gefühl immer auf den Touren, ich glaube letztes Jahr, die Heugerts haben mitgespielt, die Kulis haben auch mitgespielt, also ist immer so die einzige Möglichkeit mal mit einem Partner zu spielen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn sowas mit der DP World Tour vielleicht in der Zukunft auch geben würde. Top, danke. Dann gibt es noch weitere Fragen, ansonsten würde ich zum Abschluss gern noch zwei Themen ansprechen. Pro-Am, heute Nachmittag spielst nur du, Yannick. Tauscht ihr heimlich nach neuen Loch oder wie sieht der Plan aus? Ja, das muss aber unter uns bleiben hier. Ja. Er wird die ganzen 18 Loch spielen. Ja. Und vorhin schon ganz kurz angerissen, das Thema Fußball. Freitagabend, wichtiges Spiel. Wagt ihr eine Tippabgabe? Ja, ich habe ja erstmal mitbekommen, dass ich die späte Tee-Time habe am Freitag. Von daher werde ich die erste 18 wahrscheinlich erstmal verpassen, hat der Yannick natürlich uns. Als Hauptspieler auf der Tour den Vorzug bekommen, ist auch okay. Ich schätze mal, dass es wahrscheinlich 2-1 für Deutschland ausgehen wird. Ja, genau, ich war sehr froh, als ich gesehen habe, dass ich den Nachmittags-Pro im Spiel war. Normalerweise, wenn man Nachmittags-Pro spielt, dann spielen wir am Nachmittag, das heißt am Donnerstag. Und das heißt dann morgens am Freitag, sodass ich dann pünktlich zum Spiel fertig bin und alles schauen kann. Ich glaube auch, dass Deutschland gewinnen wird, obwohl man muss es ansprechen, die rechte Seite ist schwach besetzt und wir haben natürlich die starken Gegner, aber wenn man gewinnen will, muss man alle schlagen und ich würde mal sagen, das ist jetzt schon mal fast das Endspiel, Spanien hat einen sehr starken Eindruck hinterlassen ich habe irgendwie gelesen, dass Deutschland seit 1988 mehr gegen Spanien gewonnen hat, in einem großen Event, deswegen es wird mal wieder Zeit, deswegen wäre jetzt auch mein Tipp irgendwie 1-0 oder 2-1. Ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube, wir sind uns alle einig, was die Tipps angeht und wünschen euch ganz viel Spaß heute Nachmittag, viel Erfolg die nächsten 3 Tage und dann sehen wir uns hoffentlich hier am Wochenende. Perfekt, danke.